uns dieses Europa gemeinsam verenden, liebe Freundinnen und Freunde. Die Gasumlage muss weg. Das ist einfach ein so absolut kranker Witz. Kommt ein Mensch zum Hausarzt, sagt der Patient, ich habe Corona. Dann also sagt der Arzt, das ist ja eine Tragödie, aber ich bin Querdenker. Ich esse sehr viel Schokolade und daher sind meine Zähne zwar sehr gesund, aber manchmal durch die Schokolade leicht verfärbt. Mit meinem Haar ist wahrscheinlich nicht mehr zu machen. Ich bin im Großen und Ganzen zufrieden, aber mir ist klar, dass ich in der Tendenz eher ein Problemhaar habe. Ich versuche tatsächlich, die Zahl der Alsos zu reduzieren. Also, ich gebe mir Mühe, um es mal so auszudrücken. Kobold. Kompliment oder? Neulich kam jemand zu mir und sagte, Herr Scholz, ich habe meinen Elektroofen gerade auf einen Gasofen umgestellt. Wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken soll. Ich weiß nicht, was ich morgen mache, ich weiß nicht, was ich weitermache.